Heute schauen wir uns einmal ganz genau an, was Frau Merkel, was die CDU so alles ganz genau sagt und will. Und Sie erfahren, warum Sie unbedingt die CDU wählen sollten. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht gleich einen Shitstorm von bestimmter Seite ernte. Ach, um Gottes Willen, Angie, mach dir da mal keine Sorgen. Alle lieben dich, wir schaffen das, du bist die Beste. Womit wir auch schon beim ersten Thema wären. Eine der vielen herausragenden Eigenschaften von Frau Merkel ist ihre Verlässlichkeit. Ein Mann, ein Wort. Ich meine natürlich eine Frau. Wie ein Buddha in sich ruhend, wenn Frau Merkel mal eine Meinung hat, dann bleibt sie dabei. Der Islam gehört zu Deutschland und das ist so, diese Meinung bin ich auch. Und natürlich war der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal Multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander, dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Es geht nicht an, dass doppelt so viele von Ihnen keinen Schulabschluss machen. Es geht nicht an, dass wir heute doppelt so viele keinen Berufsabschluss haben. Das macht uns die sozialen Probleme der Zukunft. Ja gut, da haben wir jetzt vielleicht nicht den allerbesten Ausschnitt rausgesucht. Dann springen wir jetzt auch schnell zum nächsten Clip, nach diesem kleinen Patzer unsererseits natürlich. Dann wird sich das mit Sicherheit gleich relativieren. Wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Das sind aber Dinge, über die darf man nicht diskutieren, die muss man einfach machen. Man darf nicht sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Hier ein bisschen was weggeschmissen und dort einen angerempelt, hier mal auf den Bürgersteig gefahren und dort mal in der dritten Reihe geparkt. Immer so unter dem Motto, ist alles nicht schlimm. Ist alles nicht nach dem Gesetz und wer einmal Gesetzesübertretungen duldet, der kann anschließend nicht mehr begründen, warum es irgendwann schlimm wird und irgendwann nicht so schlimm ist. Deshalb null Toleranz bei innerer Sicherheit. Aber wir müssen akzeptieren, dass die Zahl der Straftaten bei jugendlichen Migranten besonders hoch ist. Ja Mensch, was macht ihr denn da? Nochmal so ein Ding. Da gibt's zwei Ausschnitte, die ihr nicht bringen sollt und dann jetzt gerade ausgerechnet die. Naja gut, aber jetzt, das war's dann jetzt auch wirklich, sonst wirklich absolut zuverlässig. Es gab gute Gründe, hier seine Meinung zu ändern, grundsätzlich zu ändern und ich bin sicher, sonst tut die Erika immer zu ihrem Wort stehen und sie sieht es auch ganz anders, dass da nach den Wahlen auch gilt, was man vorher gesagt hat, dass da Verlass auf einen ist und dass man auf sie zählen kann. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Oh, ja, okay, ja, also dann vielleicht doch eher nicht. Wir sind Verbündete, aber solch ein Bündnis kann nur auf Vertrauen aufgebaut sein. Und deshalb wiederhole ich nochmal, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Im Mai 2014 wird schließlich offenbar, die Bundesregierung hat monatelang Märchen erzählt. Es ist nicht ganz korrekt, dass die US-Regierung ein No-Spy-Abkommen angeboten hat. Die Kanzlerin öffentlich vorgeführt. Sie schweigt, wie immer, wenn es eng für sie wird. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so optimal gelaufen, aber naja gut, man steckt ja eben nicht drin. Aber wenigstens eine Nette ist sie doch. Sie ist doch unsere Asylkanzlerin. Wie wichtig das ist, dass Menschen, und es kommen ja nicht Massengruppen, anonyme Zahlen, sondern es kommen ja einzelne Menschen zu uns. Dass diese einzelnen Menschen auf eine Gesellschaft treffen, die nicht nur im Grundgesetz den Artikel 1 hat, die Würde des Menschen ist unantastbar, sondern die das im realen Leben, wenn ein Mensch in Not zu uns kommt, auch zeigt. Haben Sie einen Vorschlag, an wen zum Beispiel Herr Snowden sich hätte wenden können? Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Oh, ja stimmt, da war ja was. Jeder wird jetzt vielleicht dann doch nicht aufgenommen. Er will ja auch keinen Koalitionsvertrag unterzeichnen ohne Flüchtlingsobergrenze. Dann, so verstehe ich Sie, bleiben Sie knallhart beim Nein. Oder ist es absolut, so wie bei der Pkw-Maut, wo Sie erst sagten, ja, ich habe schon gedacht, dass es wieder kommt. Also, um das mit der Maut nochmal klar zu sagen, ich habe damals deutlich gemacht, keine Maut, die die Autofahrer
mehr belastet. Und genau das ist jetzt so umgesetzt worden. Jetzt kurz und knapp beantworten, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Ah ja, endlich. Ich glaube, das habe ich schon sehr, sehr lange und in vielen Interviews gesagt. Ja Mensch, da ist aber auch echt der Wurm drin heute. Aber ich bin mir auch hier ganz sicher, sie wird sicherlich einen guten Grund haben für diese Pkw-Maut und ihr gebrochenes Versprechen. Wir kennen den nur nicht, wir sind zu blöd. Sie hat sicherlich einen ganz, ganz tollen Grund, warum jetzt die Pkw-Maut doch kommen muss und warum das eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie wir alle eigentlich so denken. Ich bin schon lange nicht mehr alleine mit dem Auto gefahren, sage ich ganz offen. Ich bin früher gerne Auto gefahren. Jetzt traue ich mich nur noch auf Waldwegen, wenn überhaupt. Auf eins kann man sich aber nun wirklich verlassen. Die Frau weiß, wovon sie redet. Blitzgescheit, eine Fachkraft, wie sie im Buche steht und ja sogar promoviert. Da kann man sich glücklich schätzen, dass man einen solchen Intellektuellen an der Spitze des Staates hat. Vor allem auch jetzt mit der ganzen Russland-Geschichte, den Sanktionen der Krim, Putin und was da hinten so alles los ist. Da braucht es einen Kanzler, der die Region kennt, der nicht nur sein eigenes Land kennt, sondern auch über den Tellerrand schauen kann und weiß, was in Russland so los ist. Kompetent, auf den Punkt, ohne Umschweife. Frankreich, Deutschland, ich mach mal hier so ein bisschen, hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Was? Russland, kommen so viele her? Naja. Ja gut, jetzt sagen Sie aber nicht, nur weil einer nicht weiß, wo die Stadt ist, in der er wohnt und nur weil er die am anderen Ende von Europa sucht, hätte der keine Ahnung von Geografie. Das wäre jetzt sehr kleinkariert. Außerdem muss man ja auch nicht unbedingt auf jedem Gebiet Fachmann gewesen sein. Dafür macht ihr aber in Sachen Wirtschaft und Finanzen so schnell keiner was vor. Wer hat nicht vergessen, wie während meines Urlaubs im Sommer 2007 der heutige Bundesbankpräsident mir eine SMS schickte und sagte, die IKB ist in Schwierigkeiten. Und ich kurz vor Beginn einer Oper in Salzburg zurückfragte, was ist die IKB? Das war nun nicht sozusagen Ausdruck meiner unbedingten kleinen, detaillierten Sachkenntnis. So, jetzt ist vorbei. Wir haben keinen Fototermin vereinbart, die Dame. Nein, man muss zunächst einmal sagen, unser Steuerrecht ist sehr kompliziert. Das ist die kalte Progression, das ist doch nicht in Ordnung und deswegen wollen wir dieses korrigieren. Also der Gesamtpunkt heißt, kalte Progression und Mittelbereichsverlauf der Steuerkurve, das ist unser Schwerpunkt und der wird fest zugesagt, alles andere unter Vorbehalt. Wenn man da rangeht, dann muss man sich das sehr, sehr gut überlegen. Es wird jedenfalls keine Mehrwertsteuererhöhung geben, nicht beim ermäßigten Satz und auch nicht beim vollen Satz. Dass die Kommission heute im Fokus Eurobonds vorschlägt, in verschiedener Ausprägung, also so tut, als könnte, das wird die kommunikative Wirkung sein, selbst wenn es vielleicht nicht so gesagt wird. Die kommunikative Wirkung wird sein, durch Vergemeinschaftung der Schulden könnten wir aus den Mängeln der Struktur der europäischen Währungsunion hinauskommen. Und genau das wird nicht klappen, meine Damen. Und in der Globalisierung brauchen wir übrigens andere Formen von internationaler Governance. Und heute schaffen wir was Neues, ziemlich mühsam, aber nicht so hoffnungslos. Lernen können wir aus unseren Fehlern und Irrtümern. Und deswegen, ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Oh. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Wir schaffen das. Weil das ja klar ist. 2014 wird schließlich offenbar, die Bundesregierung hat monatelang Märchen erzählt. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Weitere viele sinnfreie und völlig uninformative Videos finden Sie bei uns im Kanal. Bis zum nächsten Mal vielleicht.